Ja, vielen Dank, Birgit, für die Einführung. Man könnte natürlich auch böswillig sagen, mir gelingt es immer wieder, Leute dazu zu bringen, das zu finanzieren, was ich gern hätte als E-Learning-Tools in der Lehre. Aber nee, tatsächlich versuche das dann auch immer tatsächlich auszuprobieren und eigene Erfahrungen mit einzubringen in die Weiterentwicklung. Die meisten Namen kenne ich auf der Liste. Das ist schon mal ganz schön, so viele bekannte Namen zu sehen, Gesichter ja leider nicht. Ich würde gerne einfach mal mit einer kleinen Umfrage anfangen, um von Ihnen zu hören, was für eine Rolle oder was für Rollen haben Sie eigentlich. Also bei einem weiß ich das über den Namen, aber wer tatsächlich selbst Lehrkraft ist und so weiter, das weiß ich nicht. Also stimmen Sie ruhig ab. Sie können, wie gesagt, mehrfach was anklicken. Denke, die meisten werden irgendwo im E-Learning Service, in der E-Learning Forschung unterwegs sein. Das sieht auch gerade so aus, aber wir haben auch viele Lehrende der Hochschule und der Erwachsenenweiterbildung. Oh gut, das jetzt weiß ich gar nicht, wann alle abgestimmt haben, aber sich hinreichend lange nichts mehr tut, gehen wir einfach davon aus, wir sind hier fertig mit der Abstimmung. Wunderbar, ja, also wie gesagt, zwei Drittel tatsächlich als E-Learning-Service-Mitarbeiter unterwegs, aber 8 auch als Lehrkräfte, also auch einige Überschneidungen dabei. Finde ich auch eigentlich selbst immer ganz wichtig, auch möglichst eigene Lehrerfahrung zu haben, um andere sinnvoll beraten zu können. Gut, heute geht es um das Thema Flipped Classroom. Gestern noch hat mich jemand gefragt, ist das nicht eigentlich das Gleiche, was wir früher Blended Learning genannt haben? Ja, vielleicht ein bisschen, aber vielleicht auch nicht. Das werden wir jetzt uns ein bisschen anschauen. Ich sage das mal so ein bisschen zugespitzt, in dem Modell Vorlesung sieht das so aus, dass erstmal viele Personen zur gleichen Zeit an den gleichen Ort kommen und sich dann anhören, was eine Person vorbereitet hat, ihnen so einen Input zu geben. Na, da sitzen dann 100, 200, 500 Leute im Hörsaal, gucken gebannt zu, was der Dozent ihnen zu erzählen hat. Und dann gehen sie nach Hause und da bearbeiten sie dann Aufgaben oder bereiten sich auf die nächste Sitzung vor, bereiten etwas Nachlernen für Prüfungen. Und das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo die Fragen auftauchen, wo man sagt, oh, jetzt merke ich, dass ich was nicht verstanden habe, jetzt müsste ich nochmal nachfragen können. Und diese Vorlesung, die Präsenzvorlesung an sich, ist in meisten Fällen davon geprägt, dass es da wenig Fragen gibt, dass es wenig Interaktion gibt. Je größer die Vorlesung, desto weniger kann das natürlich auch funktionieren. Ich kenne aber gleichzeitig auch viele Lehrende, die sagen, nee, nee, lieber nicht so viele Fragen in der Vorlesung, dann komme ich mit meinem geplanten Stoff ja gar nicht durch. Solche Sachen spielen ja durchaus eine Rolle. Zu Hause gibt es viele Fragen, aber keine Interaktion, weil niemand da ist, der diese Fragen beantworten kann. Da gibt es natürlich jetzt, weil das Problem überhaupt nicht neu ist, eine ganze Reihe von Lösungen. Das eine sieht aus, was ja auch passiert im großen Stil, sowas wie Übungen oder auch Tutorien anzubieten. Also nämlich sowas wie Studienqualitätsmittel in Niedersachsen sind, glaube ich, sehr, sehr viele zusätzliche Tutorien geschaffen worden, wo dann erfahrene Studierende, den anderen Studierenden Dinge nochmal erklären, nochmal nahebringen. Alles gut, alles, wenn es gut genutzt wird, fantastische Formen, nochmal die Qualität zu verbessern, die Frageintensität zu erhöhen. Aber es ist natürlich noch mehr Präsenzzeit. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass bei sowas wie veränderten Studiergewohnheiten, nicht traditionellen Studierenden, anderen Anforderungen an Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Studium, das eine große Rolle spielt, die Präsenzzeit wirklich besonders effizient und effektiv zu nutzen, dann ist eine Ausweitung der Präsenzzeiten vielleicht nicht die Antwort auf die Frage, wie kann ich von diesem Modell viel Input, wenig Fragen wegkommen. Das heißt, ein anderer Ausweg wird dann unter dem Schlagwort Flipped Classroom oder Inverted Classroom, die sind, wo immer ich sie gesehen habe, wirklich synonym zu verwenden, gehandelt. Und da gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer hin, was damit eigentlich gemeint ist. Das klassische Modell hier, klassische Vorlesung. Hier ist der Fall. So. Ja. So funktioniert's. So. Klassische Vorlesung sagt, in der Hochschule werden die Lerninhalte rezipiert. Es gibt eine Live-Vorlesung. Zu Hause werden Aufgaben bearbeitet und für Prüfungen gelernt. Im Flipped Classroom ist das umgekehrt. Ja, da werden zu Hause die Lerninhalte rezipiert. Das sind dann typischerweise Online-Materialien. Und in der Hochschule werden die Aufgaben bearbeitet, gibt aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Die habe ich jetzt mal hier kursiv geschrieben, weil sie eigentlich zusätzlich
hier möglich sind und in dem klassischen Modell nicht vorkommen. Natürlich in sowas wie einer Übung und Tutorium schon, aber in dem klassischen Vorlesungsmodell. In dem berühmten Flipped Class Manifest ist das dann nochmal mit aus einer gewissen Zielvorstellung unterlegt. Flipped Classroom is an intentional shift of content, which in turn helps move students back to the center of learning, rather than the products of schooling. Ich sag mal, ein hehrer Anspruch, also tatsächlich das Unterrichten, das Lehren und Lernen an Hochschulen lernerzentrierter zu gestalten, nicht so sehr sozusagen die Durchführung von Vorlesungen und so weiter. Kann man gleich hinterfragen, ob das tatsächlich so funktioniert oder nicht. Ich würde jetzt aber einmal Sie nochmal bitten, eine Einschätzung abzugeben, nachdem Sie es gerade gehört haben. Also Flipped Classroom bedeutet nicht mehr Live-Vorlesung, die gibt es einfach gar nicht mehr, sondern stattdessen Online-Lerninhalte, die die Studierenden zu Hause, wann immer sie wollen, rezipieren. Die Präsenzphase in der Vorlesung, in der Hochschule gibt es weiterhin. Die wird dann genutzt, um Aufgaben zu bearbeiten, was vorher als Hausaufgaben passiert ist, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Wenn man sich dieses Modell anschaut, dann gibt es natürlich erstmal eine Reihe von Bedenken, die mal auftauchen. Und da bitte ich Sie gleich mal Sternchen zu setzen. Sie selbst, wenn Sie jetzt das anwenden sollten oder Ihren Kunden, Ihren Beratungsempfängern nahebringen sollten, was hätten Sie für Befürchtungen? Haben Sie Befürchtungen zur Akzeptanz? Aber wesentlich bei den Studierenden. Also wenn Sie keine Akzeptanzbefürchtungen haben, dann kommt das Sternchen hier irgendwo unten hin. Wenn Sie befürchten, dass es große Akzeptanzprobleme gibt, kommt es weiter nach oben. Sehen Sie Bedenken, sehen Sie Probleme beim Aufwand, der dafür zu treiben ist, der vielleicht zu hoch sein könnte. Wenn Sie das nicht sehen, kommt es weiter nach links. Wenn Sie große Aufwandsprobleme sehen, weiter nach rechts. Sprich also Sternchen rechts oben bedeutet, Sie haben befürchten sowohl, dass die Akzeptanz problematisch ist, als auch, dass der Aufwand problematisch ist. Sternchen links unten bedeutet, Sie halten weder Akzeptanz noch Aufwand für problematisch. Und Aufwand bei den Studierenden. Achso nein, Entschuldigung, Herr Peter. Aufwand bei den Lehrenden. Na, der Aufwand, um das Ganze vorzubereiten, um das, naja, es geht im Wesentlichen ja um die Vorbereitung der Online-Materialien. Ich sage später was zu dem Aufwand, den ich hatte, aber das ist erstmal so, mal eure Vormeinung abzuholen. Gibt es da Bedenken? So, und jetzt bitte, genau, das Zeichen einschalten hatte ich vergessen. Jetzt bitte einfach Sternchen setzen, irgendwo in diesem Koordinatensystem, die dann eure Auffassung widerspiegeln. Ja, wir sehen, das meiste konzentriert sich so unten in der Mitte. Unten in der Mitte bedeutet, Akzeptanz wird wohl nicht so problematisch sein. Aufwand vielleicht schon eher, aber noch nicht dramatisch. Nochmal ganz kurz zu dem Vorgehen. Das Sternchen finden Sie auf der hinter dem Symbol, hinter diesem Rechtecksymbol. Wenn Sie da draufklicken, dann öffnet sich so eine Leiste nach rechts und da finden Sie das Sternchen. Da können Sie es aktivieren und dann setzen. Manche malen auch ein schönes Sternchen, wunderbar. Aber wir sehen beim Aufwand eine deutliche Tendenz so in der Mitte mit so zwei, drei Ausreißern, aber sind offensichtlich der Meinung, Aufwand ist schon ein Thema, aber vielleicht kein ausschlaggebendes. Bei der Akzeptanz haben wir hier eine große Bandbreite zwischen wahrscheinlich gar kein Problem und ist ein großes Problem. Da bin ich nachher mal auf die Diskussion gespannt. Ich werde bei mir auch Befragungsergebnisse präsentieren von meinen Studierenden. Okay, 18 Leute, 18 Sterne haben wir auch. Wunderbar, ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Wenn gleich mal der Ton weg ist, dann habe ich so einen Hustenanfall, den ich nicht über die Leitung schicken will. Genau, das ist einmal so Ihre Einschätzung. Ja, da ist schon eine Äußerung, die kann ich gerade nochmal aufgreifen. Bedenken, dass die Studierenden die Vorbereitung zu Hause eben nicht machen und man dann in der Präsenz tatsächlich dann doch die Inhalte wiederholen muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, eine ganz wichtige Erfahrung, die auch bei den anderen Protagonisten, die das in der Hochschule machen, ich nenne am Schluss noch ein paar, ganz wichtig ist, sie dürfen grundsätzlich in der Präsenzphase keine Inhalte wiederholen. Auf gar keinen Fall. Wir müssen den Studierenden von Anfang an sagen, hier in der Präsenzphase wird nichts von dem wiederholt, im Sinne einfach, ich erzähle euch das nochmal, was in den Online-Materialien drin ist. Natürlich darf man Fragen diskutieren und so weiter,
Aber zu sagen, ich habe das jetzt mir nicht angeschaut, können Sie das nochmal eben erklären? Da müssen Sie einfach sagen, nein, das machen wir nicht. Gut, dann führe ich Ihnen jetzt einmal sozusagen mein Beispiel vor, meine Lehrveranstaltung Webtechnologien, in der ich in diesem Semester ein Flipped Classroom-Modell ausprobiere. Das ist eine Vorlesung mit Übung. Zielgruppe sind Studierende Ende des Bachelorstudiums, Anfang des Masterstudiums in Informatik. Das ist ein Wahlpflichtmodul mit 6 Leistungspunkten, 4 Semesterwochenstunden, 2 Stunden Vorlesung, 2 Stunden Übung. So ist es nominell. Da gibt es aber normalerweise keine so ganz feste Trennung. Also meist macht man da mehr Vorlesung und weniger Übung. In der Übung werden typischerweise die Aufgabenblätter vorgestellt und Musterlösungen und so weiter. Es gibt dann eine Klausur am Semesterende, die ist allein ausschlaggebend für die Note, und es gibt eine Prüfungsvorleistung. Das ist bei uns in allen Informatikveranstaltungen, aber auch anderswo gar nicht unüblich. Sie werden zu der Klausur nur dann zugelassen, wenn Sie jede Woche das Übungsblatt bestanden haben. Es gibt also jede Woche ein Übungsblatt, so im Sinne von Hausaufgaben. Das darf jetzt hier in diesem Fall in Gruppen mit bis zu 4 Studierenden bearbeitet werden. Das ist ein bisschen viel, eigentlich wären 2 besser, aber ich habe nicht so viele Tutoren, dass ich da wirklich seriöserweise so sehr viele Gruppen bearbeiten könnte. Das heißt, diese Übungsaufgaben, die sind wirklich verpflichtend, und nur wenn man die alle bestanden hat, darf man überhaupt an der Klausur teilnehmen. Die gehen aber nicht in die Benotung ein. Ausgangslage ist so, ich mache die Veranstaltung schon ein bisschen länger. Beim letzten Mal im Sommersemester 2015 hatte ich 48 Teilnehmer, die an der Klausur bzw. dann ja auch den Übungsaufgaben teilgenommen haben. In der Vorlesung, die fand statt freitags von 10 bis 12 und von 12 bis 14, also so ein Block von 3 Stunden haben wir daraus gemacht, Vorlesung und Übung. Es gab eine Videoaufzeichnung von beidem. Anwesenheitspflicht gibt es ja ohnehin nicht, aber es gab auch noch eine Videoaufzeichnung. Und ich hatte regelmäßig 6 Teilnehmer. Ja, das heißt, von den 48 Teilnehmern haben offensichtlich 42 gesagt, mir reicht die Vorlesungsaufzeichnung oder was es sonst an Materialien gibt, da muss ich mich da nicht hinbegeben. Und diese 6 waren natürlich im Wesentlichen auch immer die gleichen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, also wenn da von diesen 48 nur 6 es für nötig halten, sich das nochmal anzuhören live, was ich dazu zu erzählen habe, dann kann ich das ja auch gleich zum Prinzip machen und zu sagen, okay, die Wissensvermittlung, die Darstellung, die gibt es als Konserve. Und wir nutzen die Präsenzzeit für sinnvoll aus, nämlich für mehr Interaktion. Ne? Das heißt, die Anforderungen in diesem Semester sind unverändert. Ne? Es gibt immer noch die wöchentlich verpflichtenden Übungsaufgaben. Es gibt die Klausur am Semesterende. Es gibt dafür dann aber keine Vorlesung, sondern alle Inhalte sind in einem MOOC-API-Courseware-Modul. Das zeige ich Ihnen gleich. Jede Woche gibt es eine neue Lektion, in Anführungszeichen. Die wird dann auch erst jede Woche freigegeben. Also man kann da nicht beliebig vorarbeiten. Es gibt, wie gerade schon gesagt, keine Wiederholung von Inhalten in den Präsenzphasen. Bei den Präsenzphasen selbst, das sind 2 Stundentermine in der Woche, dienstags und donnerstags. Da gibt es keine Anwesenheitspflicht. Ich habe denen freigestellt, ob sie zu beiden Terminen oder nur zu einem kommen, weil es passiert ja vorhersehbar inhaltlich jetzt nicht irgendwas anderes, sondern es ist ja wesentlich getrieben von den Fragen und den Interaktionen der Studierenden. Die können da also Fragen stellen, sollen aber auch an den Übungsaufgaben arbeiten. Im Team, mit mir zusammen, sollen sich gegenseitig helfen und unterstützen. Gut, also die Online-Materialien. Das sind jetzt nicht die Aufzeichnungen aus dem Semester. Das heißt, ich bin tatsächlich dazu übergegangen, keine Vorlesungsaufzeichnungen mehr zu machen, oder jetzt nicht einfach die Vorlesungsaufzeichnung bereitzustellen, sondern komplett neu gestaltete Online-Materialien, und die zeige ich jetzt. Da gebe ich einmal meinen Bildschirm frei. So, das sieht doch so aus, als könnten Sie das jetzt sehen. Wunderbar. Das ist jetzt StudIP. Wir haben hier den Courseware-Reiter. So, den Courseware-Reiter. Dahinter befindet sich jetzt das gesamte Material. Courseware ist hier so aufgebaut, es gibt da einzelne Kapitel. Das sind die einzelnen Wochen, die dann jeweils freigegeben werden. In jedem Kapitel gibt es dann mehrere Themen. Also hier, das ist jetzt erstmal die Einführung. Da gibt es diese Themen hier. Und in jedem Thema gibt es dann wiederum Abschnitte. Das ist diese Navigation. Ja, viele Courseware-Nutzer oder Dozenten beschweren sich, dass man diese Navigation nicht findet.
Ich habe festgestellt, das ist kein Problem, wenn da regelmäßig viel drin ist, weil dann wissen die Nutzer sehr schnell, dass da ihre Inhalte sind. Und das ist eine Gliederung, die man auch von anderen Plattformen in der Form kennt. Also Thema und dann Abschnitte hintereinander weg. Wir gucken jetzt mal in eine Woche tatsächlich rein. Die sind immer so aufgebaut, es gibt immer eine Motivation. Da können wir direkt hier. Dieses hier nehmen. Es gibt immer eine Motivation. Da habe ich einen Experten interviewt, um so ein bisschen zu vermitteln, ist das Thema dieser Woche denn tatsächlich praxisrelevant? Ist das jetzt nicht nur der Dozent, der irgendwie erzählt, das ist was Tolles und Wichtiges, sondern wie ist das dann letztendlich auch in der Realität zu sehen? Jetzt muss ich mal eben die Bildschirmwiedergabe wieder beenden, weil ich Ihnen sonst kein Video mit Ton zeigen kann. Und dass es ein bisschen hin und her geht, aber die Videos spielen eine wichtige Rolle und die kann Connect nicht wiedergeben in der Einbettung mit Ton. Schauen wir uns also einmal das Video an. Haben wir es vorhin fünfmal ausprobiert, ob die Playlist noch da ist. Das war immer so. Ja, weil Im Moment sehe ich. sie scheint tatsächlich vergessen worden zu sein, die Playlist. Das heißt, kannst du noch mal suchen? Ja, wir sind ja flexibel hier, ne? Es ist ja alles noch Soll ich noch da. mal die Thelen? Nee, ich habe es schon mit mir. Okay. So, dann füge ich die mal eben hier ein. Das ist dann immer der Vorführeffekt. So, das ist jetzt eines von diesen Expertenvideos. Nett. So, das ist jetzt eine Stelle, die ein bisschen interessanter ist. Genau, also das ist jetzt sozusagen so eines der Experteninterviews. Diese Interviews enden immer damit, dass ich den Experten nochmal auffordere, einen Tipp zu geben an die angehende Webentwickler. Genau, das war jetzt einer der Experten. Das sind immer verschiedene. Man sieht hier schon so ein bisschen die Qualität. Der Produktion ist jetzt nicht überragende Studioqualität. Ton ist natürlich immer schwierig bei solchen Interviews und Licht. Wir haben es hier mit mittlerem Aufwand gemacht. Ich habe nachher noch mit noch weniger Aufwand probiert. Das ist bei diesen Interviews ein bisschen grenzwertig. Bei den anderen Inhalten ist das ein bisschen besser. Wir schauen jetzt hier einmal rein. Das heißt, ich habe jetzt in jeder Woche Motivation, dann 3 bis 4 Themen und dann die Aufgabenstellung. Jetzt gucken wir auch hier einmal direkt in das Video rein, um danach dann zu sehen, was ich damit noch so machen kann. Dann muss ich nochmal meine Bildschirmübertragung beenden. Moment, wo ist mein Mauszeiger?
So, das ist aber auch dann schon das letzte Video. Entschuldigung für das technische Hin und Her. Das ist jetzt eines der Videos. Ich habe also pro Thema immer ein kleines Video zwischen zwei. So, jetzt können ich abgeschnitten sein oder Tobias? Ich höre Tobias nicht mehr. Okay, ich hoffe, er kommt gleich wieder rein. Ja, da scheint die Verbindung kurz unterbrochen zu sein. Vielleicht war der Wechsel zwischen den Fenstern und zwischen dem YouTube Pod und StudiP dann doch zu viel für Adobe Connect. Dann kann ich mich mal so lange wieder einklicken, haben der Bagger in Osnabrück, genau. Nee, den Bagger gibt es, glaube ich, nur in Hildesheim, der solche Sachen macht, wie Internetleitung zerstören. Noch einen Bagger hatten wir auch schon mal. Hallo, ich bin wieder da. Haben Okay. ein bisschen das Problem, weil so viele Studierende mit Smartphones unterwegs sind, bricht öfter mal nachmittags das Uninetz zusammen, aber eigentlich sind die alle schon in Weihnachtsferien. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir zu dem Video, das ich zu dem Thema Zeichenkodierung. Hier steht, cannot be played due to security issue. Die wollen mich ärgern, oder? Machen wir das anders. Nee, das läuft aber. Läuft. Ich habe zwar noch keine Bilder, aber das war ja vorhin auch so, dass das Bild später kam. Genau. Nee, also hier tut sich nichts, oder? Nee. Dann spielt. Also ganz. Nee, dann machen wir das anders. Gar kein Problem. Ich gehe nochmal auf meine Warte Bildschirm. mal, also der Ton läuft. Das ist noch weiß, das Bild, aber das war am Anfang ja auch so weiß. Sie sehen, das ist mit einem. Wir setzen hier gerade das erste Mal einen neuen YouTube-Pod ein und machen unsere Erfahrung damit, wie es so läuft. Das heißt, Sie sind live dabei, ja, Ich habe jetzt auch genau, ein an den Bild, Birgit, und Fachbildschirmen. ich kann das jetzt auch nicht mehr stoppen. Kannst du das stoppen? Du kannst das nicht stoppen. Bei mir ist es weg. Dann gehen wir mal in die Freigabe eben. Ist das jetzt bei dir? Jetzt bin ich in dem anderen Layout. Ja, aber ich höre immer noch das Video. Ihr auch? Nein. Okay. Also ich nicht. 3D hören. Also ich höre es nicht. Ich Sorry. weiß nicht, wie das bei den Teilnehmern ist. Das ist ja manchmal auch je nach Rolle verschieden. Aber Peter sagt, nein, auch die Teilnehmer hören nichts. Gut, okay, dann mache ich mal Folgendes. Also ich zeige Ihnen jetzt nur das Video, das müsste zu sehen sein. Hier wird jetzt zum Beispiel mal der Morsecode erklärt als eine der frühen Zeichenkodierung, der das Problem hat, eben dann doch nicht binär zu sein, obwohl er so aussieht. Und dann kommt jetzt der Übergang zu einem anderen Code, nämlich dem Bordeaux-Code, der dann erfunden wurde, um Codes maschinell verarbeiten zu können. Ja, da hört man jetzt keinen Ton, da wird ein bisschen was erklärt, das ist dann zwischendurch weiß. Also grundsätzlich habe ich das mit dem Aufwand bei der Medienproduktion nicht übertrieben. Ja, das ist so ein bisschen wie dem schönen Film Ed Wood, wo immer gleich der erste Take genommen wird, egal ob dabei die Wand umgefallen ist. Ich habe natürlich völlig missglückte Versuche da nochmal gemacht oder Sachen rausgeschnitten, aber das wirklich mit dem minimal vertretbaren Aufwand, um einfach den Produktionsaufwand, zu dem komme ich ja gleich, gering zu halten. So, jetzt sieht man hier so eine Mischung aus Bildern, die reingeschoben werden, aus handschriftlichen Geschichten. Ich habe ganz bewusst kein PowerPoint genommen, was einfach vorgeführt wird, sondern etwas, was ich dann auch wie an der Tafel handschriftlich entwickeln kann. Das macht zum Beispiel Udacity ja auch schon sehr lange so. Und ich habe das jetzt softwareseitig mit Smart Notebook gemacht, also der Software für die Smartboards, weil die eben dafür ausgelegt ist, tatsächlich ja, Live-Präsentationen zu unterstützen. Ne? Eine Mischung aus Schrift, aus vorbereiteten Inhalten, aus Interaktionen. PowerPoint kann zwar auch Schrift mit einbinden, macht das aber nicht gut. So, jetzt gibt es da irgendwie die Meldung, dass jetzt doch das Video zu hören ist. Ist das jetzt nicht mehr so? Also zu hören ist es jetzt über Adobe Connect nicht, weil Adobe Connect diesen Ton nicht überträgt.
Bei mir hört man nichts, aber wie gesagt, Nee, also ich habe Herr nämlich Ulf, einen jetzt haben anderen Sie. Ton auch noch von dem ursprünglichen. Okay. Ist das noch bei irgendwem anders so, außer bei Herrn Ulferz? Ja, im Chat sagt Herr Ulfers gerade. Genau. Andere Okay, sagen vielleicht nein. ist Es er. scheint irgendwie unterschiedlich Genau. zu sein. Aha, das Genau. ist ja Vielleicht schade. hat Herr Ulferz das noch im Hintergrund irgendwo selber laufen, kann das sein? Okay, die anderen sagen nein. Okay, also Gut. ich mache einfach mal weiter. Ansonsten ist das irgendwie auch irgendwann zu Ende, das Video, es geht nicht ewig. Okay, also man sieht hier so eine Mischung aus vorbereitenden Elementen und handschriftlichen Elementen. Diese Videos, 2 bis 10 Minuten Länge, gibt es dann so ja, 5 bis 10 pro Thema und wie gesagt 3 bis 4 Themen pro Woche. Und jedes Thema oder jeder Abschnitt ist immer so aufgebaut, es gibt ein Video, dann gibt es Text zu dem Video. In diesem Text werden zum einen weiterführende Hinweise gegeben. Ja, hier ist ein Artikel, der verlinkt ist und der sehr empfohlen wird. Dann werden nochmal so die wichtigsten Fakten aus dem, was im Video erklärt wurde, hier zusammengefasst. Und dann gibt es schließlich Quizfragen. Ja, zu jedem Video, zu jedem Thema gibt es Quizfragen, so 1 bis 4 Stück, sage ich mal. Die haben so verschiedene Typen. Dieses hier zum Beispiel ist automatische Verarbeitung des Morsecodes. Das ist im Grunde schon eine Transferfrage oder zumindest eine Anwendungsfrage, wo jetzt im Video zwar erwähnt wurde, dass Morsecode sich nicht eignet für eine automatische Verarbeitung, aber man jetzt nochmal hier überlegen soll und Schlüsse ziehen soll, weshalb denn eigentlich nicht. Dann gibt es einfach Wissensfragen, welche Aussagen über die Verarbeitung des Protocodes sind richtig. Das kommt alles so im Video vor. Dann gibt es hier solche Zuordnungsübungen. Das sind so die WIPS-Übungen, die man auch alle kennt, wenn man WIPS schon mal gesehen hat. Das wird leider auch nicht richtig dargestellt hier, aber so müsste es dann auch stimmen. Wer weiß. Im Chat war da gerade. Ich mache einfach weiter. Und hier gibt es dann noch sowas wie Rechercheaufgaben. Die habe ich auch so viel wie möglich reingepackt. Das ist im Grunde einfach ein Recherche- oder Arbeitsauftrag. Und hier zum Beispiel ist nochmal dieser Text verlinkt, der da oben vorkommt. Und es wird gesagt, so, jetzt musst du den Text dir mal angucken. Da wird eine Frage gestellt, die in dem Text irgendwo beantwortet wird. Ne? Welche Codebase verwendete MS-DOS in Israel? Das weiß kein Mensch, aber im Text kommt es vor. Die Lösung ist, glaube ich, 800. 62, ja, wunderbar. Ne? Wenn man den Text gelesen hat, dann weiß man das. Nochmal ein anderer Aufgabentyp ist dann sowas wie Lückentext. Das sind natürlich dann auch im Grunde Multiple-Choice-Aufgaben. Das ist hier so ein Text, dann ein Latin-1-codierten Text sind keine, einige oder alle ASCII-Zeichen enthalten. Dazu konvertieren muss man nichts tun oder einiges ersetzen oder Ersatzdarstellung. Das kann dann vielleicht durch diesen Code und hier sind 127. Stimmt auch, wunderbar. Also diese Selbstüberprüfungsaufgaben sind einfach dazu da, zum einen den Studierenden Feedback zu geben, habe ich das, was in dem Video vorkommt, richtig verstanden, habe ich die wichtigsten Punkte mitbekommen, aber auch sozusagen, was sind wichtige Arbeitstechniken darüber hinaus, sowas wie recherchieren, sowas wie mal in der Spezifikation nachlesen, Informationen rausfinden, aber auch schon mal sowas wie Anwendung, wie kann ich das hier erworbene Wissen auf etwas erweiterte Fragestellungen anwenden. Dann gibt es noch der letzte Punkt, den wir hier haben, die Aufgaben. In jeder Woche gibt es eben, wie gesagt, auch die Übungsaufgaben. Die stehen dann hier auch mit drin. Die werden über GitHub abgegeben und ausgegeben. Das ist ein Versionsverwaltungsprogramm, wo die Teams bilden können und sich diesen Quellcode dort holen können. GitHub Classroom benutze ich da als eine Erweiterung, die so ein bisschen das Handling von solchen Übungsaufgaben vereinfacht. Das sind nachher dann private Repositories. Das heißt, das sieht auch keiner. Ich habe da natürlich freigestellt, wer GitHub nicht nutzen möchte aus Datenschutzbedenken, muss das auch nicht tun, aber da hat dann keiner gesagt, dass er das dann irgendwie anders möchte. Und ein sehr, sehr großer Vorteil hier, da muss ich aber in Woche 4 und 5 springen. Ein sehr großer Vorteil hier, ich kann zu den Aufgaben auch nochmal Videos einblenden, wo ich nochmal kurz darstelle, wie ist denn diese Aufgabe eigentlich gedacht. Vielleicht zeige, so sollte das aussehen, so habe ich das in der Musterlösung gemacht, verhindert sehr viele Missverständnisse, die man sonst häufig bei solchen Übungsaufgaben hat. Okay, damit kann ich jetzt die Aufzeichnung oder die Bildschirmfreigabe erstmal wieder beenden. Jetzt ist bei mir auch das Video verstummt. Nein, doch nicht. Nee, ich kann es nicht stoppen. Aber sind ja nicht so viele betroffen. Tut mir leid.
So, also das war einmal zum Aufbau der Online-Materialien. Die Punkte haben wir dann alle gesehen. Es gibt Abschnitte, es gibt eine Lektion pro Woche, es gibt 3 bis 4 Themen pro Lektion, 5 bis 10 Abschnitte pro Thema. In jedem Abschnitt dann ein Video, ein erklärender Text und 1 bis 4 Selbsttestaufgaben. Und es gibt eine Diskussionsseite zum Thema. Da können dann nochmal Fragen gestellt werden. Da kann im Video, ach, im Forum dann diskutiert werden. Die Antworten werden jetzt insofern nicht protokolliert, um da direkt die Frage zu beantworten, weil erstmal beliebig oft das wiederholt werden darf. Also man kann das so lange probieren, bis es richtig ist. Das soll jetzt kein Test sein. Und ich kann zwar, es wird nachher zwar angezeigt, was das Endresultat war, aber die Zwischenergebnisse werden nicht gespeichert. Und das wäre hier natürlich wichtig, um zu gucken, welche Antwort wurde denn als erstes besonders häufig gewählt. Das haben wir zurzeit nicht. Es gibt eine Aufgabenseite pro Lektion. Es gibt insgesamt 4 Typen von Videos. Experteninterviews haben wir gesehen, handschriftliche Erklärungen von Konzepten haben wir gesehen, Demonstrationen von Programmen haben wir am Schluss in dem ganz kurzen Video gesehen. Und es gibt natürlich noch Programmcode, der hier in der Informatikvorlesung eine wichtige Rolle spielt. Beim Text gibt es die Kurzzusammenfassung, die formalen Definitionen und bei den Aufgaben diese 3 Aufgabentypen, die wir gesehen haben. Okay, was passiert nun in den Präsenzsitzungen? Diskussion, Hilfestellung untereinander, Fragen an den Dozenten, Fragen zu Schwierigkeiten und zu gewählten Lösungswegen und im Wesentlichen eben die bearbeitende Übungsaufgabe. Also die sitzen da zusammen, bearbeiten das, helfen sich gegenseitig. Ich komme vorbei, stelle Fragen dazu, gebe ein bisschen Hilfestellung, bin bei Unklarheiten da und so weiter. Gut. Dann gibt es ein System von Bonuspunkten, um auch mal so ein bisschen zu unterstützen, dass man die Sachen auch tatsächlich macht. Die können bis zu 10 Prozentpunkte für die Klausur als Bonus kriegen. Also mit 50% in der Klausur hätten sie dann 60% für die Bewertung. Alle Quizfragen korrekt gibt 3 Drittelpunkte. Mindestens 10 sinnvolle Beiträge im Forum gibt 3 Drittelpunkte. Mindestens 80% aller Punkte aus Übungsaufgaben gibt nochmal 3 Drittelpunkte. Genau. Ja, jetzt die spannende Frage: Wie sieht denn das mit dem Aufwand aus? Es ist erstmal bei diesem Thema Webtechnologien so, dass es da generell ein hohes Innovationstempo gibt. Das heißt, ich muss ohnehin ungefähr 25% der Inhalte jedes Mal überarbeiten, weil sich da wirklich viel tut und in einem Jahr oder 1,5 Jahren sich schon mal wieder Dinge weiterentwickelt haben und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt mal den Gesamtaufwand, den ich als Dozent mit der Veranstaltung habe, anschaut, dann gibt es sowas wie Überarbeitung der Inhalte und Beispiele. Das, wie gesagt, muss ich sowieso machen. Genauso die Aufgaben- und Musterlösungen. Dann gibt es Sachen, die jetzt spezifisch sind für diese Flipped Classroom-Form. Videos produzieren, ergänzen der Texte, verfassen von Texten, diese Quizzes erarbeiten. Dann gibt es natürlich die Präsenzsitzung und es gibt die Korrektur der Übungsaufgaben, da habe ich aber auch noch Tutorunterstützung. 3 Stunden pro Woche gehen ungefähr in diese Überarbeitung rein. 8 Stunden bei mir in die Produktion der Inhalte und das geht wirklich nur, weil ich gesagt habe, meine Qualitätsansprüche sind da nicht überragend. Ja, also wenn da mal so ein bisschen was schief geht, dann geht das halt einfach durch. Und wenn der Ton mal nicht optimal ist, dann ist er halt einmal nicht optimal. Dann kann man aber tatsächlich in 8 Stunden die Videos produzieren, die Texte verfassen und die Quizzes erarbeiten. Das ist natürlich komplett mehr Aufwand, den hätte ich sonst nicht bei einer normalen Vorlesung. Und ich hoffe, dass es beim nächsten Durchlauf nur 2 Stunden die Woche sind, also die 25% Überarbeitung, weil ich natürlich die Videos, die Texte, die Quizzes wiederverwenden kann beim nächsten Mal. Ne? Ganz genau. Bei 25% geht man also davon aus, dass so im Schnitt alle 4 Jahre irgendwie so ein Ding mal überarbeitet wird. Ich mache die Vorlesung jetzt seit 2010. Wenn ich die mache, bis ich in Rente gehe, das ist dann bis 2039, dann habe ich noch ein paar Jahre vor mir. Aber wie gesagt, 25% jedes Mal überarbeiten. Präsenzsitzungen sind natürlich 4 Stunden die Woche, die ich ja dann da in der Präsenz bin. Das ist aber auch ein Minderaufwand, weil sonst bereite ich mich natürlich auf die Vorlesung nochmal vor. Gehe vorher die Folien nochmal durch, überlege mir nochmal, wie mache ich das jetzt. Wenn ich Klickerfragen einsetze, gehe ich die nochmal durch und so weiter und so fort. Also die Vorbereitungsphase habe ich dann natürlich nicht mehr, weil ich jetzt im Wesentlichen unvorbereitet in die Präsenzsitzung gehe, weil die ja von den Fragen der Studierenden getrieben wird. Und ich stecke selbst 4 Stunden pro Woche Korrekturen in die Übungsaufgaben. Da gibt es aber, wie gesagt, noch Tutorunterstützung. 10 Stunden die Woche, damit das handhabbar ist. Jetzt würde ich Sie noch mal bitten. Ich hatte jetzt ja folgendes Phänomen. Ich hatte 47 Teilnehmer beim letzten Mal, von denen 6 in der Präsenzsitzung waren. Jetzt ist ja die Idee,
diese Präsenzsitzungen hier intensiver und besser zu nutzen. Ich habe dieses Mal 67, die regelmäßig Übungsblätter abgeben. Was glauben Sie denn jetzt, wie viele nehmen denn jetzt an mindestens einer der Präsenzsitzungen teil? Da dürfen Sie wieder Sternchen setzen. Zwischen 0 ganz links, das wäre natürlich sehr traurig. Und 70 ganz rechts, das können theoretisch natürlich auch mehr sein, als die Übungsblätter abgeben. Wie viele von denen nehmen an mindestens einer Sitzung teil? Die Präsenz wird nicht aufgezeichnet. Das ist nur eine reine Arbeits- und Fragestunde. Die wird nicht aufgezeichnet. Und wir sehen hier so eine Bandbreite zwischen 25 und 65. Ja, da setze ich mal gleich den Pfeil dahin, wo es tatsächlich so ist. Das sieht mir jetzt einigermaßen vollständig aus. Tatsächlich sind es aber nur 20. Das heißt, Sie haben alle die Bereitschaft der Studierenden überschätzt, sich da in die Präsenzsitzung zu setzen. Und das ist, glaube ich, auch erstmal so einer der Punkte, wo man sagt, naja, das hätte man sich aber jetzt auch ein bisschen anders gewünscht. Tatsächlich ist es so, ich meine, die Übungsaufgaben müssen Sie natürlich sowieso machen. Die haben Sie beim letzten Mal auch gemacht, als nur 6 in der Präsenzsitzung waren. Viele scheinen damit irgendwie zurechtzukommen. Und es gibt einen großen Anteil von Studierenden, die mir sagen, ich kann das jetzt leider nicht genau quantifizieren, die mir sagen, sie können an dieser Veranstaltung überhaupt nur teilnehmen, weil die so flexibel nutzbar ist. Der Termin ist jetzt nicht freitags, sondern der Termin ist jetzt Dienstag 16 bis 18 und Donnerstag 16 bis 18. Das sind immer so ein bisschen Randzeiten, weil die Informatik-Pflichtvorlesungen, die liegen sozusagen zu den guten Zeiten und die Wahlpflichtvorlesungen immer so ein bisschen am Rand. Hat jemand Nullen dran gemalt? Nee. Das heißt, viele sagen, ich habe für diese Sache sowieso nur am Wochenende Zeit, weil ich das jetzt zusätzlich machen kann. Das ist super, prima. Damit bin ich mit meinem Studium schneller fertig und so weiter. Aber ich kann jetzt nicht in der Woche da nochmal einen extra Termin wahrnehmen. Und das ist eben eine Veranstaltungsform, die das für mich ermöglicht. Das heißt, man darf das jetzt nicht einfach nur negativ sehen, dass da so wenig Beteiligung an der Präsenz ist, sondern sollte dem auch was Positives abgewinnen können. Okay. Dann habe ich jetzt die Studierenden gefragt, ich schalte mal das Zeichnen, das macht Ihnen Spaß, aber ich schalte das trotzdem wieder aus. Kommen wir auch schon Richtung Ende. Ich habe die Studierenden jetzt befragt nach 4 Wochen. Von diesen angebotenen Medien, wie wichtig waren die Ihnen denn? Zwischen sehr wichtig und gar nicht wichtig. Da fangen wir an mit den Videos. Sie hatten einen Wert von 0,41, also 0 sehr wichtig, 4 gar nicht wichtig, einen Durchschnittswert von 0,41. Also sehr wichtig. Die Erklärtexte ein bisschen weniger. Die Quizfragen, ja, auch so ungefähr in der Gegend der Erklärtexte, die weiterführenden Links ein bisschen dahinter und das Diskussionsforum fällt dann noch was ein bisschen ab. Wird auch nicht extrem intensiv genutzt. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 200 Beiträge in 7 Wochen. Also das ist schon ein bisschen was, aber es ist natürlich jetzt keine ständige, vibrierende Nutzung. Dann habe ich gefragt, wodurch haben Sie eigentlich am meisten gelernt? Diese Webtechnologien ist auch so, dass viele Studierende sich da schon selbst was angeeignet haben. Also wenn ich Informatik begeistert bin und vielleicht schon in der Schule vor dem Studium da was mache, dann gucke ich mir an, wie programmiert man Webseiten, vielleicht heute auch Apps oder so. Aber das ist schon was, was viele sich vorher angucken. Trotzdem nicht ganz überragend. Die sollten so ein bisschen ranken zwischen 1 und 5. Das ist halt im Schnitt auf Rang 3 gelandet. Die selbstständige Aneignung, das heißt, unabhängig von den Materialien, die ich präsentiert habe, haben die sich nochmal woanders Ressourcen gesucht, um das Gleiche zu lernen. Das ist hier so ein bisschen besser gerankt worden. Die Übungsaufgaben ziemlich weit vorne, ja, weil das ja wirklich eine ganz praktische Anwendung dieses Wissens ist, Woche für Woche. Die Online-Materialien knapp dahinter und die Präsenzabsitzung relativ abgeschlagen. Ja, das spiegelt natürlich auch da die Präsenz wieder. Aber gerade die Übungen und die Online-Materialien wurden da als die ausschlaggebenden Dinge gefunden. Dann die Frage, wie beurteilen Sie eigentlich die Veranstaltung zwischen sehr gut und sehr schlecht und das Konzept? Veranstaltung schneidet mit 0,31 da ziemlich gut ab. Interessanterweise das Konzept etwas schlechter. Also was heißt das, dass das Konzept schlechter beurteilt wird als die Veranstaltung? Ich erkläre mir das so, dass Sie sich noch nicht so richtig vorstellen können, wie das denn auf andere Veranstaltungen übertragbar wäre. Und Sie haben angegeben, die Studierenden, dass Sie einen durchschnittlichen Zeitaufwand von 7,3 Stunden die Woche haben, in der Bandbreite zwischen 3 und 12. Anhand der Leistungspunkte, die es gibt, müssten Sie ungefähr 8 Stunden die Woche der Aufwand sein. Vor der Prüfung wird das ein bisschen mehr, also 7,3 ist ein super Wert dafür, passt genau in den Workload rein.
Okay, was machen andere an der Stelle? Es gibt einige Protagonisten, die Sie sicherlich zumindest zum Teil kennen. Christian Spannagel, PH Heidelberg, ist da im Lehramt zur Mathematik unterwegs, hat da ja auch einen großen MOOC bei Iversity gemacht. Jörn Lobiskach kennen auch sehr viele mit seinen YouTube-Videos, Mathematik-Ingenieurausbildung. Jürgen Hanke auch schon sehr, sehr lange dabei in Marburg in der Sprachwissenschaft und Carsten Morisse hier aus Osnabrück von der Hochschule Osnabrück, der schon seit 2008 Flipped Classroom-Konzepte macht, die hießen da noch nicht so, auch in der Informatik. Die gestalten ihre Präsenzphase oft reichhaltiger, als ich das tue. Also strukturierter mit mehr sozusagen gestalteten Phasen. Think per Share ist so das eine. Man gibt irgendwie Aufgaben, da denkt man erst alleine nach, dann mit einem Partner und teilt es dann der Gruppe mit. Aktives Plenum heißt, ein oder zwei Studierende übernehmen die Moderation und behandeln so Fragen, nochmal Verständnisfragen per Klicker reingeben und so weiter. Mache ich alles nicht. Ich habe einen Fragenblock, ich habe das Bearbeiten der Aufgaben, ich habe die Unterhaltung, die ich dann selber anstoße. Ist vielleicht auch ein Grund, dass zu wenig Struktur da dazu führt, dass es nicht so intensiv wahrgenommen wird. Mein eigenes Fazit sieht auf jeden Fall erstmal so aus, dass das Ganze deutlich mehr bietet als eine reine Vorlesungsaufzeichnung. Also gerade nochmal diese Verständnisfragen. Das ist eine neue Qualität, die da reinkommt. Es bietet aber auch jetzt aus meiner Sicht mehr als so die klassische Vorlesung plus Übungsaufgaben zu Hause. Nämlich es wird tatsächlich mehr diskutiert, zumindest von denen, die in Präsenzphasen da sind. Und ich als Dozent kriege ein deutlich differenzierteres Bild davon, was nehmen eigentlich die Leute aus meiner Veranstaltung mit, was machen sie da, wie lernen sie, wo haben sie Schwierigkeiten und so weiter. Ja, Anwesenheit in der Präsenzphase ist nicht wahnsinnig hoch. Vielleicht ist es gar nicht schlimm, aber vielleicht könnte auch mehr Struktur da helfen. Klausurergebnisse habe ich noch nicht, weil die Veranstaltung noch läuft. Die Medienproduktion selbst hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also bin auch noch nicht durch. Ich habe das zum Teil jetzt parallel zum Semesterbetrieb gemacht. Das ist natürlich nicht sonderlich empfehlenswert, aber dadurch konnte ich auch noch mal flexibel reagieren, ein paar Themen anders gestalten, ein paar Themen reinnehmen, rauslassen. Ich selbst merke, dass die Lücken in meinen Erklärungen, dadurch, dass ich noch Fragen dazu stellen muss, mir selbst deutlicher werden als in so einer Vorlesung. Da geht man mal so schnell drüber weg und sagt, ja, ach, das ist jetzt so. Aber wenn man das immer noch mal mit einer Operationalisierung des Lernerfolgs, also eine Frage stellen und so weiter verknüpft, dann wird das deutlicher, also könnte auch da die Qualität steigen. Ich für mich selbst habe aber festgestellt, dass das Erstellen dieser Fragen tatsächlich sehr aufwendig ist. Das ist was mit mir nicht so leicht fällt. So, und jetzt würde ich einfach zum Abschluss Sie nochmal um eine Einschätzung bitten. Also Sterne machen wieder. Wie sehr stimmen Sie diesen Aussagen zu? Das Konzept ist interessant, ne? Stimmen voll zu oder stimmen gar nicht zu. Das ist dann voll, das ist dann gar nicht. Sie würden für Ihre Studierenden oder für die, die Sie kennen, erwarten, dass Sie da eine sehr hohe Akzeptanz kriegen oder gar keine. Bei den Lehrenden, die Sie so kennen, die Sie betreuen, eine hohe Akzeptanz oder gar keine. Und finden Sie, dass der Aufwand für das Ergebnis vertretbar ist? Da sehen wir ein schönes buntes Bild, hat auch so ein bisschen was Weihnachtliches mit diesen Sternen, sehr schön. Wir sehen so ein bisschen so Verlauf von links oben nach rechts unten. Interessant, ja. Akzeptanz auch eher positiv, beim Aufwand ein bisschen gemischt. Das war ja auch die Einschätzung am Anfang. Ja, wunderbar. Schönes Bild. Ja, das würde ich auch einfach mal erstmal so stehen lassen. Denn damit bin ich mit meinen Ausführungen am Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, entschuldige mich nochmal für die technischen Schwierigkeiten zwischendurch und freue mich auf Fragen oder Diskussionsbeiträge. Hinweise. Also meine Materialien bereitstellen, ja, auf jeden Fall. Die Videos sind jetzt schon bei YouTube. Ich hoffe, dass ich auch überall die Creative Commons Lizenz eingeschaltet habe. Die anderen Materialien da, die hängen natürlich jetzt in den Courseware fest. Das hat eine Exportfunktion. Wir haben da auch schon mal mit so einem Marktplatz angefangen. Das werden wir jetzt in dem beginnenden OER-Infoprojekt, wo ja auch einige beteiligt sind hier aus der Reihe, auch ausweiten. Also das werde ich auf jeden Fall als Open Educational Resource bereitstellen.
Was sagen denn deine Kollegen dazu? Ich bin jetzt mal hier aus dem Off, stelle ich meine Frage. Wie reagieren die Die auf Kollegen dieses in der Lehre Konzept? meinst du jetzt, ne? Nicht die im E-Learning-Zentrum. Genau. In der Lehre habe ich durchaus, ich sag mal, mehr positive, interessierte Nachfragen von Kolleginnen und Kollegen bekommen, als ich erwartet hatte. Weil gerade dieser Aspekt, wir müssen das Ganze flexibler gestalten, bei vielen doch irgendwie drängt. Ja, also das scheint etwas zu sein, was in der Lehre vielfach jetzt tatsächlich deutlicher wird. Wir müssen den Studierenden die Möglichkeit geben, das Ganze flexibler zu handhaben. Und gleichzeitig ist es natürlich offensichtlich, dass so dieses Vorlesungsmodell, viele, viele kommen zusammen und hören einfach nur zu, nicht so wahnsinnig zeitgemäß ist. Ob die Studierenden dadurch besser lernen, sage ich mal, jein. Also das Angebot ist reichhaltiger. Ich erlebe, dass einige das wirklich sehr intensiv wahrnehmen. Die Qualität der abgegebenen Übungsaufgaben ist durchweg sehr hoch. Also ich denke mal, dass tatsächlich die aktiven Studierenden hier noch mehr mitnehmen, mehr lernen, besser lernen als in der Veranstaltung vorher. Es gibt aber hier auch nochmal eine relativ große Dunkelziffer. Also dadurch, dass sie die Aufgaben zu viert bearbeiten, kann man da auch mit durchschlüpfen. Ne? Man kann also sagen, ich trage mich in so einer Gruppe mit ein, wo eh zwei Leute sind, die das alles drauf haben und die am liebsten die Arbeit für sich machen, die nichts dagegen haben, dass da zwei noch mit draufstehen. Und ich lerne das alles dann vor der Klausur. Das wird natürlich dadurch nochmal befördert, ne? So dieses Aufschieben und da nicht wirklich hinterher müssen. Ist aber in der traditionellen Vorlesung auch nicht anders gewesen. Wir haben sonst in der Informatik bei den Pflichtveranstaltungen auch Testate, wo man das jede Woche vorrechnen muss oder vorstellen muss einem Tutor. Das können wir bei den Wahlpflichtkursen nicht finanzieren. Also insofern ist natürlich immer bei diesen Formaten mit mehr Eigenverantwortung auch die Gefahr, dass man sich da selbst so ein bisschen belügt oder sich vor der Eigenverantwortung davon stiehlt. Aber wer in der Lage ist, das auszunutzen, der kann dadurch auch viel mitnehmen. Kann es sein, dass es auch noch einen Unterschied gibt zwischen Wahlpflichtfächern und den Pflichtfächern in der Akzeptanz oder dass man sich da vielleicht doch noch irgendwie anders dahinter klemmt Ja, oder es ist natürlich bei so, den ich habe da Studierenden? ja nur Leute in meiner Vorlesung sitzen, die das Thema auch interessiert. Ja, weil wenn sie das nicht interessiert, dann gehen sie woanders hin. Beziehungsweise es sind ja auch noch mal ein paar, die sagen, nur weil das jetzt so flexibel ist, kann ich das mitmachen. Ne? Ich habe noch eine Pflichtveranstaltung Cognitive Science, wo wir gerade überlegen, ob die auch mal auf so ein Modell umgestellt werden sollte. Das wäre natürlich sehr interessant, mal zu gucken, ob es da Unterschiede gibt. Peter England fragt, ob es Erkenntnisse gibt, dass es tatsächlich den heterogenen Studierenden entgegenkommt. Also denen mit zeitlichen Restriktionen auf jeden Fall. Ja, also diejenigen, die sagen, ich habe einfach Zeitprobleme und muss das flexibel handhaben, ich kann besser abends, ich kann besser am Wochenende mich da nochmal dran setzen, die profitieren auf jeden Fall davon. Wir haben Erkenntnisse aus dem Bereich der Vorlesungsaufzeichnung, dass zum Beispiel Studierende die im Lernen von Deutsch, sage ich mal, weil es nicht ihre Muttersprache ist, noch nicht so weit sind, dass sie immer gut folgen können, die Vorteile davon haben, dass sie diese Videos mehrfach angucken können oder irgendwie springen können. Ja. Bei allen anderen kenne ich jetzt keine wirklich systematischen Erkenntnisse, die sagen, das ist jetzt die Lösung auf genau diese Heterogenitäts- oder Diversitätsherausforderung. Ja, aber zumindest diese zeitliche Geschichte, die liegt schon ganz gut auf der Hand. So, dann schalte ich mich auch mal wieder mit Videobild dazu. Ja, Ja, wenn sonst keine Fragen sind mehr, herzlichen Dank, Tobias. Ich fand, es war wirklich ein sehr interessantes Webinar, auch gerade wenn es so praktische Erfahrungen sind. Es ist so wertvoll und wenn man die teilt mit anderen, finde ich schon ganz super. Herzlich, genau, herzlichen ich Dank. hatte ganz kurz noch was. Ich hatte in der Ja. Ankündigung ein bisschen mehr Auseinandersetzung mit den anderen Modellen und der Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen von anderen angekündigt. Das ist jetzt sehr kurz gekommen, aber ich hatte da noch mal einen Link auf die Seite bei eTeaching.org zu Inverted Classroom. Da finden Sie sehr viele weitere Ressourcen, weitere Beispiele, auch Papers dazu. Das würde ich einfach als Ressource dann an der Stelle empfehlen für eine weitere Beschäftigung.